Herzlich willkommen auf Kurt Thun Anleitung, wie man Maß für die Thun Schießbekleidung nimmt. Schießjacke. Bevor Sie Maß nehmen, denken Sie bitte daran, dass der Schütze die vollständige Unterbekleidung, die er normalerweise unter Jacke und Hose trägt, anzieht und messen Sie dann darüber. Markieren Sie mit dem dafür mitgelieferten dünnen roten Gürtel die Taille. Bitten Sie den Schützen, sich zu entspannen und machen Sie ihn darauf aufmerksam, dass er nicht den Bauch einzieht oder die Schultern hochzieht. Versichern Sie sich, dass Sie das Maßband horizontal anlegen, wenn Sie von der Seite darauf blicken. 1. Brustumfang. Messen Sie dort, wo der Umfang am größten ist. Wenn Sie, egal an welchem Körperteil, einen Umfang messen, legen Sie einen Finger unter das Maßband. 2. Taillenumfang. Messen Sie dort, wo die Taille am schmalsten ist. 3. Sämtliche Maße werden direkt vom Maßband übernommen. Addieren oder ziehen Sie nichts ab. 3. Umfang. 10 cm unterhalb der Taille messen Sie 10 cm unterhalb des Taillengürtels. 4. Hüftumfang. Messen Sie dort, wo die Hüfte am breitesten ist. Von der Taille zur Hüfte. Messen Sie, wie groß der Abstand zwischen der Taille und der Hüfte ist. Nehmen Sie dafür parallel zum Taillengürtel eine horizontale Linie um die Hüfte an. Um die Schulter, am Q-Punkt. Der Arm sollte in einem Winkel von 30 Grad gehalten werden. 6. Nehmen Sie um den Oberarm das maximale Maß. 7. Nehmen Sie um den Unterarm das maximale Maß. 8. Vom Nacken zum Q-Punkt misst man vom höchsten Punkt der Schulter zum Q-Punkt. 9. Vom Nacken über den Q-Punkt zur Ellenbogenaußenseite führen Sie das Maßband weiter zur Faust. Messen Sie bis zu den Fingerknöcheln. 11. Die Rückenlänge. Die Rückenlänge wird zunächst vom höchsten Punkt der Schulter am Nacken über den Rücken zur Mitte des Taillengürtels gemessen. Dann 12. Den Rücken entlang über die Taille bis auf Höhe der geschlossenen Fäuste. 13. Nehmen Sie die Breite zwischen den Q-Punkten. Rückenbreite. Die Rückenbreite misst man auf der Linie zwischen den Q-Punkten und den Achseln über den höchsten Punkt der Schulterblätter. 15. Rückenmitte über Ellbogenrückseite im Stehendanschlag. Bitten Sie den Schützen, die Arme in die Position des Stehendanschlags zu bringen. Messen Sie nun von der Wirbelsäule waagerecht über den höchsten Punkt des Schulterblattes und die Oberarmrückseite hin zum Ellbogenendpunkt. Schießhose. Benutzen Sie bitte den grünen Taillenmessgürtel, WMB, und bitten Sie den Schützen, ihn so zu schließen, wie er die Schießhose schließt, genauso eng und auf derselben Höhe. Bitten Sie den Schützen, den Taillenmessgürtel auch im Stehendanschlag auszuprobieren, da ihm das hilft, die richtige Höhe und Weite zu finden. Achten Sie darauf, dass sich die gelben Messpunkte am Taillenmessgürtel an der Oberseite befinden. Um den Oberschenkel. Der Umfang wird am kräftigsten Punkt des Oberschenkels genommen. 17.
nehmen Sie die Schrittlänge mit Schießschuhen. Von der Taille zum Boden mit Schießschuhen. Messen Sie von der Mitte des grünen Taillenmessgürtels entlang der Hüfte zum Boden. Der Schütze trägt dabei seine Schießschuhe. Wenn Sie keinen Taillenmessgürtel haben, messen Sie von der Taille zum Boden. Zu jeder Bestellung einer Maßanfertigung brauchen wir 6 Fotos des Schützen in enger Schießunterbekleidung mit Taillenmessgürtel und Schießschuhen. Vorderseite im Profil und Rückenansicht. Dasselbe im Stehendanschlag. Die letzten 3 Bilder werden für Liegendjacken nicht benötigt. Vorderseite im Profil und Rückenansicht. Füllen Sie dann das Maßblatt mit den vollständigen Informationen zu dem Schützen, dem gewünschten Modell, Extras wie Text auf der Jacke etc. und dem Namen der maßnehmenden Person und des Händlers aus. Wenn Ihre neue Jacke oder Hose nicht in unseren Standardfarben gewünscht wird, müssen Sie das Farbformblatt für das jeweilige Modell ausfüllen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, unsere Hinweise für das richtige Anmessen anzusehen. Wir danken Joni Stenström von der finnischen Nationalmannschaft und unserer Schneiderin Virpi für ihre Hilfe dabei, Ihnen zu zeigen, wie die weltbeste maßangefertigte Schießbekleidung zu messen ist. Gut Schuss!